Also ich mache das Ashen Valley Event mit einer Tech-Gruppe. Anscheinend, wenn man eine Fünfer-Gruppe hat, zählen diese kleinen Mobs, wenn man die taggt als Fünfer-Gruppe, wohl viel, viel mehr. Deswegen mal gucken. Haben wir so ein Magma-Ding reingestellt. Und die wird sofort so eine Granate da reinfeuern. Und hoffe mal, das bringt was. Mal ein Totem hin. Weil ich habe nie so. Ich habe immer einen Raid genommen. Aber ein Raid kann die Mobs so nicht so leicht taggen. Also habe ich in der Theorie super, super viel Ruf einfach liegen lassen, weil ich keine Tech-Gruppe hatte. Wir können ja mal schauen. Wir sind jetzt auf 5. Ich mache es mal in die Leiste rein. Dann seht ihr es unten, was wir hier bekommen. Eigentlich nicht so clever gewesen von mir, ne? So, Granate. So, wo sind die Mobs? Sie fehlen. Da. So, die habe ich getaggt. Jetzt gehe ich darüber, tag hier nochmal rein. Okay, das ist ja schon relativ viel, ne? Was man einfach oben drauf mitbekommt. Und ich meine, den Boss kriegst du ja trotzdem. Bei denen willst du jetzt auch noch taggen. Right? Du musst ja nur einmal raufhauen. Und dann gehst du sofort weiter. Man kann taggen und sofort weiterrennen. Warte mal. Wenn ich den Boss einmal haue, kann ich sofort reinhauen, oder wie? Ich muss gar nicht auf den Boss raufhauen. Aber das geht nur in der Fünfergruppe, oder wie? Also Shoutout an hier Soddel, by the way. Okay, wir haben sofort verloren, leider. Okay, dann ist eine Tech-Gruppe ja theoretisch viel, viel besser als ein Raid. Wir sind leider Insta-Loss, haben wir. Nee, nee, im Raid ist die Problematik, dass du im Raid persönlich die Mobs taggen musst. Hier zählt der Tag von den anderen Leuten. Wenn Lia Hunt einen Mob taggt, bekomme ich den Ruf. In einem Raid muss ich die selber taggen. Wenn im Raid Lia Hunt einen Mob taggt, bekomme ich den Ruf nicht. Das muss man alleine machen dann. Und deswegen machen die diese Fünfergruppen. Was ich halt noch nie gewusst habe. Und ich spiele das Event seit P1. Ich habe so viel Ruf liegen lassen mit dem Kram. Okay, das ist dann ja super Meta. Auf jeden Fall. Also wir werden es auf jeden Fall verlieren, das Event, weil ich glaube, wir haben auch keine Zoram-Gruppe, ne? Genau, muss für Damage drauf machen. Aber als einzelne Person, ja, schaffst du es nicht, alle Mobs zu taggen, ja, bevor die sterben. Mit 5 Leuten kriegst du auf jeden Fall alle getaggt. Dementsprechend. War das ein Multiboxer? Ich glaube, es war ein Multiboxer hier. Lol. Hat sich ausgemultiboxt. Ja, wir haben leider keine Zoran. Also Tech-Gruppe macht auf jeden Fall mehr Ruf. Ja. Definitiv. Habe ich auch noch nicht geahnt. Also das erste Mal, dass ich es ausprobiere. Ich habe immer wieder gelesen, Tech-Gruppe hier, Tech-Gruppe da, aber ich bin nie reingegangen. Ich bin immer im Raid gegangen. Aber warum macht man dann überhaupt einen Raid? Und geht nicht in eine. Also ein Raid ist ja dann theoretisch gar nicht so relevant. So, und jetzt muss ich im Endeffekt direkt wieder die Dinger hier hauen. Alle mal reinhauen. Den haben wir noch. Sehr gut. Und den kann ich jetzt schlagen, jetzt kann ich reinhauen, oder wie? Das wäre ziemlich egal. Okay, testen wir es. Das Ding ist, Zoram kriegen wir halt nicht down. Mal gucken. Hat funktioniert. Ich meine, wir waren jetzt nicht super weit weg, aber. Und jetzt könnte man theoretisch am Endboss, genau, schauen, ob hier noch kleine Mobs sind. Auch wenn man den Endboss nicht down bekommt, kann man vielleicht zumindest die kleinen Mobs taggen, die daneben stehen. Ich habe Solo auch gut geschafft, Gedankenexplosion Abfahrt. Aber stell mal vor, du hast 5
Shadowpriester. Dann kriegst du ja alles. Wird ein schneller Loss, aber... Naja, Ruf geht bis respektvoll, genau. Bis auf das hier. Das Ding geht bis ehrfürchtig. Okay, vielleicht kriegen wir hier noch so ein bisschen Ruf rein. Das wäre ganz nett. So. Na, ich glaube, Allianz ist zu schnell hier, ne? Leute, ich habe so viel Ruf liegen lassen. Ja, GG. Ich habe so viel Ruf liegen lassen, weil ich nie eine Tech-Gruppe hatte. Thanks fürs Erklären. Vielen Dank fürs Erklären. Cool. Dann machen wir das aber jetzt immer so. Not bad. Also theoretisch, wenn du da eine gute Gruppe hast und das ganze Event hast, hast du bestimmt ja ein paar hundert Ruf nochmal oben drauf mit. Ziemlich sicher. So. Mein Plan. Ich gehe into Aradibeng rein. Und hallo Sinx. Einen wunderschönen. Ja, ich werde mit meinem Champion auch vermöbelt im BG. Das passiert leider. Als Melee wirst du gut vermöbelt. Da machst du nichts. Zumindest nicht viel.